ist sehr wichtig, die Zähne. Ich mag nicht, wenn die Zähne nicht schön sind. Ja. Und natürlich, ich bin ja der Freund von Busen, ja, muss ich ja zugeben. Ja, Bayern, wir sind ja Bayern, Entschuldigung. Ja. Wir legen sehr viel Wert auf Ausstrahlung und auf den Körper. Die ersten drei Gewinner, sowohl auf der weiblichen als auch auf der männlichen Seite, qualifizieren sich automatisch für die Mr. und Mrs. Bayern-Wahl. Das ist die nächste Stufe, dann auf dem Weg zu Miss Germany sogar, die dann nächstes Jahr im Februar in Rust wieder ausgetragen wird. Was erwartet denn die Miss Tegernsee, wenn sie jetzt gewinnt? Was bietest du ihr? Was ich ihr biete? Ja, erst einmal ein Managervertrag, weil ich habe gehört, das ist das Wichtigste in der Branche. Erstmal, ich bin dann ihr Manager und ja, 95% von ihrem Gehalt laufen dann. Jan, wie ist denn die Wahl deines Erachtens ausgefallen? Sehr, sehr gut. Ich hatte nur eine kleine Nuance, die ich anders besetzt hätte, aber ansonsten gehe ich mit meinen Jurykollegen ganz, ganz konform. Wie war es bei dir? Ja, eigentlich klar. Ich glaube, wir hatten die beide die gleiche Favoritin, aber wir sind trotzdem sehr glücklich mit dem Ergebnis. Also ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden. Ich finde es sehr gut. Also die Dame habe ich auch gewählt. Den Jungen auch, kann ich ja sagen. Ich meine, ein richtiger Tegernseher, aber gescheiter, stämmiger Bursch. Die anderen waren ein bisschen zu aufgesetzt und ja, haben wir gedacht, beim ersten Durchgang war meine Favoritin die Nummer 2 mit den schönen Rundungen, aber im Bikini hat sie sich dann einfach nicht bewährt, muss man sagen. Ja.